Please, please. Waschen darf natürlich nicht fehlen. Die Nägel müssen auf jeden Fall stimmen. Ich hatte nämlich davor hier weiß, auch in matt, und jetzt habe ich hier von Trended Up die 020. Natürlich hat Kleidung immer mal irgendwo Falten und ich benutze immer gern mein Glätteisen, wenn ich auf Reisen bin, um einfach mal drüber zu glätten. Ich lasse jetzt meinen Jumpsuit einfach hier hängen, damit es nicht dreckig wird. Da sind dann noch kleine Falten, wie hier zum Beispiel oder da ab und zu noch, aber die kriege ich jetzt auch nicht raus. Aber ja, so sieht mein Jumpsuit aus. So, wir hatten nämlich an dem Tag noch eine Pressekonferenz, deshalb hatte ich noch Make-up drauf. Das mache ich jetzt einfach mit einem Make-up-Remover kurz ab. Ich gehe da über die Lippen, über die Augenlider, lasse die Augenbrauen dran und natürlich auch die Wimpern, die können ruhig bleiben. Ich trage als allererstes meinen Primer auf. Der wird dafür sorgen, dass ich über den Tag nicht schwitze, mein Make-up matt bleibt. Und dann trage ich mein Color-Correcting auf. Ich werde euch alle Produkte nochmal unten in der Infobox verlinken. Ich benutze immer Color-Correcting, um meine blauen Augenringe zu verdecken, und zwar mit Gelb. Und jetzt kommt meine Lieblings-Foundation, die All Nighter Foundation von Urban Decay. Die trage ich mit meinem Beauty Blender auf und verblende das Ganze auch mit dem Beauty Blender. Ich finde die Deckkraft so heftig. Es sieht zwar gelb aus, aber Leute, es passt unnormal zu meinem restlichen Körper. Und ich habe jetzt hier den Pro Longwear Concealer von MAC, weil wir wollen perfekt aussehen auf den Fotos. Man soll nichts sehen, keine Rötungen, keine Pickel, und glaubt mir, dieser Concealer ist und bleibt der Beste. Jetzt werde ich baken, was ich im Alltag einfach nie mache, aber auf Fotos sieht das so gut aus und generell der Concealer wird super lange halten, und ich habe meinen Puder jetzt auch noch unter die Kontur gesetzt, damit ich da noch Highlight habe und die Kontur einfach ein bisschen knackiger aussieht, und das sind so die Stellen, die gehighlightet werden. Jetzt habe ich hier einen Paintpot von MAC, der ist hautfarbend eigentlich praktisch wie ein Concealer und dadurch hält der Lidschatten super, super lange, und den trage ich auf, und dann nehme ich hier die Zoeva Matte Palette und nehme dann eher so die Brauntöne, weil mein Augen-Make-up wird sehr, sehr schlicht. Ich habe halt diesen Glitzer-Liner, der soll so richtig rausstechen. Also ich werde jetzt erstmal hier diese zwei Brauntöne miteinander mixen und die praktisch direkt in die Lidfalte packen, um die Lidfalte halt zu definieren und generell einfach so ein leichtes braunes Smoky Eye zu kreieren. Ich habe jetzt hier nochmal dieses etwas orangestichigen Ton genommen, das geht so ins Dunkle. Also ich finde generell, das bringt so mehr Farbe in den Lidschatten, und jetzt habe ich hier noch einen hellen Lidschatten genommen, um mein bewegliches Lid einfach aufzuhellen, damit es raussticht und nicht so untergeht durch das ganze Braun und so. Und jetzt nehme ich mir die I Heart Chocolate Palette und nehme mir einfach so ein dunkles Braun, und mit so einem dünnen oder etwas dickeren Pencil Brush werde ich jetzt einfach so dieses äußere V von meinem Auge betonen, damit ich wieder halt so ein Smoky Eye kriege. Das Ganze aber schön braun bleibt und immer schön dazwischen verblenden, dann seid ihr auch fertig. Jetzt gehe ich nochmal über meine Augenbrauen mit der Pomade von Anastasia Beverly Hills in Dark Brown. Ich habe meine Augenbrauen davor nämlich nur mit dem Gimme Brow gefüllt, und jetzt definiere ich sie nochmal, ja, fülle sie nochmal, bringe sie so ein bisschen in den Shape und gehe dann mit einem Fixing-Gel nochmal drüber, damit da kein Lidschatten drauf ist oder Make-up oder Puder und sowas. Und jetzt habe ich hier noch Concealer genommen, um die Kanten wirklich richtig sauber zu bekommen, damit meine Augenbrauen sozusagen mein Gesicht besser umranden, das Make-up einfach vollendet, und ich finde, das passt dann auch viel besser. Jetzt könnt ihr auch schon das Baking praktisch entfernen und mit einem Puderpinsel wegwedeln. Und ich konturiere jetzt mit einem Concealer von NYX. Und da trage ich den einfach mal so ein bisschen da auf, wo ich ein bisschen, ne, so shapen möchte, und verblende das Ganze mit dem Beauty Blender. Weil das ein Concealer ist, geht das super gut und es hält auch sehr, sehr lange. Ich fixiere das dann mit einem Bronzer, der war von Trended Up. Wie gesagt, alle Produkte nochmal unten in der Infobox. Jetzt kommen wir auch schon direkt zum Eyeliner. Da benutze ich den MAC Black Track und ziehe mir einfach einen Lidstrich. Und diesen Pinsel habe ich wirklich zum allerersten Mal benutzt, aber Leute, es war so gut. Man hat so viel Kontrolle, ich hätte das nicht gedacht. Die ultimative Notlösung ist immer Glitzer-Eyeliner. Den habe ich hier von Urban Decay, das ist einfach das Gold. Den packt ihr einfach über den normalen schwarzen Eyeliner. Jetzt nicht komplett überall, sondern einfach nur wie so ein zweiter Eyeliner noch daneben. Und dann habt ihr so ein geiles Augen-Make-up, das glitzert, das funkelt. Es ist einfach nur heftig geil.
Und jetzt trage ich noch Lashes auf. Die hier waren von Red Cherry. Und bevor die jetzt auf die Wimpern kommen, muss ich die natürlich noch tuschen. Habe noch den unteren Wimpernkranz schnell betont, die draufgesetzt. Und dann mit einem schwarzen Kajal bin ich auf die obere Wasserlinie gegangen. Und auf die untere bin ich mit einem Braun gegangen. Das wurde nicht gefilmt, keine Ahnung wieso. Aber dadurch hast du so ein kleines, sowas wie ein Smoky Eye. Aber das geht noch voll klar, es ist nicht hardcore. Und dann kannst du noch die unteren Wimpern tuschen. Und fertig war ich auch schon mit meinem Augen-Make-up. Blush darf natürlich auch nicht fehlen, das ist so ein etwas dunkleres Rot, das habe ich jetzt einfach so auf die Wangen gegeben und natürlich, was nicht fehlen darf, ist Highlight, da darf der Mary Luminizer nicht fehlen, den trage ich dann großzügig auf der Kamera sieht man das jetzt nicht so krass, aber glaub mir, ich habe voll übertrieben, aber hey, du kannst nie übertreiben. Ich habe das natürlich auch auf meine Lippen aufgetragen, also ober meinen Lippen und dann das Ganze mal mit Fixing Spray fixiert. Und da man mein Augen-Make-up nicht so gut gesehen hat, habt ihr hier jetzt nochmal ein Close-Up. Das Make-up ist jetzt fertig, wie ihr sehen könnt, habe ich nichts auf die Lippen gepackt. Das mache ich nämlich später. Ich muss in ein paar Minuten nämlich schon los zum Hairstyling. Da werden mir die Haare gemacht, da nehme ich euch auch natürlich mit. Und erst danach trage ich Lippenstift auf und ziehe mich um, genau. Dieser Aufzug ist prima, weil man kann dann direkt sehen. Ich finde es eigentlich sehr schön. Ich muss noch hier ein bisschen Touchy-Touch-Up und dann geht das schon. Der Lockenstab war sogar noch von mir. Ich habe den nämlich mitgenommen. Das war einfach so ein Kegellockenstab von New Me. Und ich finde die Locken sehr, sehr schön. Nur hat sie oben viel zu früh angesetzt. Deshalb musste ich das dann nochmal glätten. Und ihr merkt es auch selber, da sind einfach solche Wellen. Und deshalb soll man auch wirklich immer von derselben Höhe anfangen, damit man halt das jetzt nicht hat. Ich habe jetzt nur noch hier die Seiten nochmal toupiert, weil ich mich für einen Mittelscheitel entschieden habe. Und bei mir ist das so, bei mir sind die Haare einfach richtig platt. Einfach mit Haarspray ansprayen und dann leicht toupieren. Jetzt nicht übertreiben, nur leicht. Und dann so trocknen lassen. Ich bin jetzt hier nochmal mit meinem Lockenstab bei ein paar Strähnen nochmal drüber gegangen, um die ein bisschen krasser zu definieren, weil sie ist am Ende nochmal mit einer Bürste drüber gegangen. Und hier pinne ich jetzt die Seiten weg, damit die später so bleiben und ich sie nicht in meinen Haaren oder vor meinem Gesicht habe. Genau so. Jetzt habe ich hier meinen Lip Cream noch aufgetragen. Das war von NYX. Und lasst das schön mit dem Lip Liner, ne? Schön definieren und sowas. Die Ohrringe sind von H&M und fertig war ich auch mit meinem Make-up. So sieht mein Outfit aus. Also der Jumpsuit ist von Mint Berry. Den habe ich auf Zalando bestellt. Und die Schuhe sind von Michael Kors. Die habe ich auch da bestellt. Das ist auch meine Tasche. Die ist von Mascara, so nennt sich die Marke. Auch aus Zalando. Und ich dachte so, Glitzer, paar, ne, Strasssteine. Das sind genug Details. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf mein Go und dann geht's auch los. Ich bin und jetzt paar Eindrücke von der Berlinale, die mal so aufgenommen wurden. Viel Spaß. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann findet ihr da das letzte Video. Ihr könnt mich gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!